Hallo, grüezi miteinander und herzlich willkommen zum Webinar von der neueren Version 20.3. Mein Name ist Peter Breitemoser, ich bin Schulungsleiter bei der Firma Selectline und ich werde das Webinar zusammen mit dem Kollegen Andreas Kürsteiner gestalten. Er wird dann am Schluss den Teil vom Lohn übernehmen. Zum Tool, das wir hier verwenden, Zoom, wenn es noch nicht bekannt ist, hat es eine Chat-Funktion. Dort können Sie mit uns kommunizieren. Wenn eine Frage ist, einfach ungeniert reinschreiben. Und sonst werden Sie jetzt mich dann sehen, jetzt momentan noch. Nachher drücke ich die Kamera dann aus, weil dann werde ich den Bildschirm übertragen. Und dann gehen wir jetzt so durch die Neuerungen durch. Die Neuerungen selber, die haben wir geschickt mit dem E-Mail, mit der zweiten Webinarbestätigung, wo gestern, so viel es mir gekommen ist, dort sind wir im Anhang rein, wird immer die Seitenzahl ansagen, wo das wir gerade sind, welches Kapitel, und dann können wir so dort durchgehen. Starten werden wir das auf der 7.6. So. Also, gebe ich da noch den Bildschirm frei. Teilen so jetzt. Solltet Sie den Bildschirm von mir sehen, hören auch, denkst es wäre sicher schon ein Meldung im Chat, wenn etwas nicht wäre. Gut sein. Auf der Seite 6 geht es um Toolbox-Funktionen. Jetzt für Sie als Anwender, natürlich gerade beide von Teilnehmern, die Platin haben, ist das natürlich ideal für Sachen, die wir mit der Toolbox anpassen wollen. Braucht es nicht zwingend Platin, aber Platin hat natürlich solche Funktionen drin. Und zwar kann ich über den Toolbox-Editor könnte jetzt da zum Beispiel eine neue Seite einfügen. So, die ist dann noch komplett leer und da kann ich dann die verwenden, kann einen eigenen Namen geben natürlich, kann die umbenennen und könnte da auch eigene Felder in dem Sinn da über verschieben. Jetzt die Funktion haben Sie als Anwender selber nicht, weil Sie können die Toolbox anwenden, aber die Anpassungen selber, die laufen immer über den Vertriebspartner. Auf immer noch Seite 6, Kapitel 1.2 geht es darum, benutzerdefinierte Ergebnismengen zu positionieren. Ich zeige jetzt mal anhand von einem Beispiel, was wir da damit meinen. Und zwar haben wir da auf dem Mitarbeiter eine eigene Abfrage gemacht, die sehen wir da unten. Da haben jetzt die Mitarbeiter einfach mal hinzugefügt, und dass ich sehe, bei welchem Kunden ist jetzt der als Vertreter hinterlegt. Das ist schon mit der Version 20.2 gegangen. Was jetzt neu geht mit der Version 20.3, ich habe das Beispiel nochmal gemacht. Da ist es jetzt aber leer, weil ich habe jetzt hier links, wir sehen es, die neue Seite, die wir hier haben. Jetzt wird es gel, so. Sehen wir, habe jetzt da einfach da über kopiert. Also eigene Abfragen generieren, plus die natürlich auch irgendwo bei einer neuen Seite oder man könnte sie auf der Hauptseite, da auf der rechten Seite platzieren. Ist mit der Version 20 so möglich. Umsetzung, wie das da funktioniert, die können wir eigentlich ein bisschen überspringen. Das ist für Sie als Anwender weniger interessant. Sie müssen einfach wissen, dass es geht, falls Sie da die Möglichkeit sehen, dass Sie da könnten etwas davon profitieren, dann natürlich mit dem Vertriebspartner Kontakt führen. Wir können jetzt schon springen auf Seite 10. Bis dann ist alles in der Toolbox. Funktionen erklärt. Nochmal ganz schnell zusammengefasst, die Toolbox können Sie kaufen, die Anpassungen macht der Händler und könnte nachher von diesen Funktionen profitieren. Jetzt natürlich noch ganz viel mehr dahinter. Eine wäre zum Beispiel, wenn ich da noch ganz schnell zeigen auf dem Kunden habe ich da so einen Schalter eingefügt und hinter dem könnte jetzt, da ist jetzt keiner, aber da könnte ein Befehl ausführen, zum Beispiel, dass gerade eine neue Rechnung wieder angelegt wird für den Kunden. Da auch mit der Version 20.3, die neu ist. Wir kommen jetzt mal zu Neuerungen, die mehr für den Auftrag und auch für Sie als Anwender sicher interessant sind, auf Seite 11. Und zwar geht es um folgenden Dialog. Ich zeige mal schnell ganz normal, wenn ich einen Auftrag erstelle, irgendein Beleg sieht, dann muss nicht zwingend ein Auftrag sein, hat eine Position drin und übergibt den Beleg, jetzt habe ich die Menge falsch stehen, so, übergibt den Beleg an irgendeinen beliebigen weiteren Beleg, Packzettel jetzt in dem Fall,
sehen wir jetzt hier unten Aktion, Zielbelege automatisch öffnen. Da ist schon seit eh und je so drin, wird das sehr geschätzt. Jetzt haben wir da neu auch in den Sammelbeleg eingeführt. Der Sammelbeleg hat da bis jetzt leider gefehlt. Wenn ich jetzt hier zwei Aufträge nehme, zum Beispiel hier zwei, markiere es, tue über den Blitz oben links generiere einen Zielbeleg, mache daraus eine Rechnung. Sehen wir jetzt, haben wir die Aktion auch da drin, dass der Zielbeleg automatisch öffnet. Dann kommt dort die Abfrage von der Rechnungsnummer, die bestätigen wir. Und jetzt haben wir den Zielbeleg automatisch geöffnet. Dann habe ich die Möglichkeit, eine abweichende Lieferadresse, da mache ich dir ein Beispiel von einem neuen Lieferschein. Einen Lieferschein erfassen, Kunde 1004. Auch wieder Position hinzufügen. Und der Kunde sagt mir jetzt, ich hätte gerne eine abweichende Lieferadresse und kann die hier erfassen. Ich werde ein Muster. Achselnstraße 15 in 1916 St. Gallen. Ich kann die so verwenden für den Beleg und wenn der da generell eine abweichende Lieferadresse ist, die öfters kommt, kann ich da jetzt bequem aus dem Dialog raus mit dem Schalter, den wir da oben haben, Lieferadresse hinzufügen, aufklicken. Dann geht der Dialog auf, wo ich jetzt noch weitere Angaben hinzufügen kann. Und wenn wir jetzt gehen, kontrollieren, auf dem Kunden 1004, ist jetzt das automatisch da bei der Adresse und der Lieferadresse so hinzugefügt worden und gespeichert worden. Umgekehrt geht es natürlich auch, dass ich sage, ich möchte die Lieferadresse wieder aus der Stammdaten löschen. Da ist jetzt auf Seite 12, Kapitel 2.2 gewesen. Wir sind aber immer noch auf Seite 12, das nächste Kapitel 2.3. Da ist eine tolle Funktion, wenn ich jetzt wieder, wir machen es mit einer Offerte, zu offerieren. 1005, machen wir da mal ein paar mehrere Positionen drin. So, und dann kommt die Offerte zurück. Rausgestrichen ist die unterste Position. So, jetzt kann ich die ja nach wie vor manuell erledigen. Da ist gleich. Was ich jetzt aber neu drin habe, ist eine Funktion, dass ich, sobald ich die manuell erledige, einen Journal-Eintrag anlege. Einfach für mich nachher zum Nachvollziehen, wieso haben wir die erledigt. Da muss ich öffnen wir über Zusatzfunktionen ohne Maske anpassen. Dann bei Optionen sehen wir, dass es die nicht gesetzt, zum Beispiel beim manuellen Erledigen von Belegen Grundnachfragen, wenn ich Positionen erledigen will oder den ganzen Beleg. Bei beidem ist es möglich. So, ich muss da bestätigen. Jetzt ist es drin, das heisst, wenn ich jetzt die Position manuell erledige, kommt automatisch der Dialog. Und er möchte den Artikel nicht. Okay, es ist manuell erledigt und wir sehen, es hat automatisch einen Journal-Eintrag angelegt. Wenn der ganze Beleg zurückkommt oder ein Absack kommt, kann ich da den Übernahmestatus offen auf Ändern. Kommt ebenfalls der Dialog. Ich kann da einen Grund hineinschreiben. Okay, dann ist der ganze Beleg erledigt und ich habe da jetzt einen Journal-Eintrag zu der Position, die ich da haben will. Gut, soviel mal zu der Neuerungen der Version 20.3. Kann man nochmal vorweg, es gibt dort Version 20.1, 20.2 und jetzt 20.3, da ist auch immer der Rhythmus, wo wir die grossen Neuerungen so reinbringen, also da ist nicht alles zum Auftrag. Das ist einfach alles, was ich in dem Webinar wird zeigen. Es hat natürlich in dem Dokument, das Sie bekommen haben oder auf dem MySelect findet, noch weitere Neuerungen, die jeweils pro Version, wo wir ein bisschen weiter runtergefallen. Gut, wir wechseln ins CRM rein, das CRM Engine, das wir hier haben. Da hat es eine neue Funktion drin gegeben. Ich muss hier mal zuerst die Sachen schliessen. Und zwar sehen wir jetzt hier die Verkaufschancen obendrauf, was es neu drin gegeben hat. Verkaufschancen bedeutet eigentlich nichts anderes, dass wir können jetzt neu auch wertmäßig Offerten zum Beispiel
in Marketingmaßnahmen kontrollieren, wo ist der Stand, was haben wir für eine Gewinnchance, haben wir es gewonnen, wieso haben wir es gewonnen, haben wir es verloren und wieso haben wir es verloren. Dass wir das Ganze ein bisschen in einer logischen Maske zusammenfassen können, haben wir jetzt hier die Verkaufschance hinzugefügt. Die Maske sieht folgendermaßen aus. Es fängt immer an mit der Bezeichnung, die wir hier haben. Um was geht es eigentlich? Dann, woher kommt jetzt die Verkaufschance? Eine Verkaufschance kann sein, eine Offerte, die wir geschickt haben, kann aber auch sein, eine Serie-E-Mail, die wir rausgelassen haben, mit einer Herbstaktion zum Beispiel. Quellen, die können wir manuell anpassen, da zeige ich Ihnen nachher wo. Die Adresse kann ich entweder manuell eingeben oder übernimmt man sowieso gerade schon vom Beleg. Welcher Benutzer ist verantwortlich für die Verkaufschance und dann auch ohne da könnt ihr noch zusätzliche Personen hinzufügen oder auch welche Firma oder welche Adresse uns die vermittelt hat. Die Wahrscheinlichkeit, da sehen wir jetzt auch die 50%, die spielen dann auch wieder eine Rolle beim Berechnen von der Gewinnchance. Da haben wir jetzt manuell eingegeben, es geht um 5'000 Franken. Hat es gewichtet, sind es 50% logischerweise die Hälfte, 2'500. Dann ist so eine Verkaufschance auch immer mit einer Phase verbunden, wo wir uns gerade drin befinden. Da sind wir jetzt zum Beispiel gerade schon in der Verhandlung drin. Das sind jetzt einfach Standardwerte, die kann man natürlich anpassen. Fängt bei Identifizierung an, geht bei Qualifizierung und wir sehen jetzt, sobald ich diese Phase ändere, ändert sich auch der Prozentsatz. Da habe ich fix hinterlegt, was für einen Prozentsatz das wir dort geben. Wenn ich jetzt sage, ich habe den gewonnen, dann wird der Grund abgefragt. Zum Beispiel Preis-Leistung passt oder Referenzangaben vom Kunden sind ausschlaggebend gewesen, dass der Interessent sich für uns entschieden hat. Wenn ich es dann noch abbreche und sage, wir haben es verloren, dann habe ich da zum Beispiel andere Gründe. Preis zu teuer, falsche Vorstellungen vom Produkt. Die kann man natürlich auch individuell eingeben. Das Ganze finden wir unter dem Applikationsmenü. Wenn wir hier die Grundeinstellungen, zum Beispiel mal Quellen, haben wir vorher gesehen, dort Internet, Telefon und so weiter. Dann die Phasen, wo wir uns drin befinden. Da stark sind mit Identifizierung, Qualifizierung. Und da können wir einfach eigene anlegen und definieren, was für einen Status das gibt, offen, gewonnen oder verloren. Es gibt nur die drei. Und wie gesagt, die Wahrscheinlichkeit, wo ich selber einen Prozentsatz dazu eingeben kann. Auch bei den Gründen, die haben wir ja gesehen, die dann kommen, wenn sie gewonnen oder verloren sind. Wo man kann sagen, ist es da fürs Verloren, fürs Gewinnen oder geht es für beide. Wie jetzt zum Beispiel, die Referenzangaben könnte der Ausschlag sein fürs Gewinnen oder das Verlieren. Darum habe ich es beiden hinzugefügt. Die Verkaufschancen, die wir hier haben, das ist jetzt eine, die ich manuell angelegt habe. Das heisst, ich habe hier kein Beleg. Ich habe keinen Bezug von einem Beleg dazu, sondern habe alles selber eingegeben. Ich könnte auch noch Gruppen setzen, da haben sie es nicht gemacht mit Begründungen oder mit Gruppierungen, sage ich jetzt mal, von den einzelnen Positionen in dieser Verkaufschance. Links unten jederzeit noch das Journal, die haben wir überall im CRM und Belegverknüpfung. Jetzt habe ich hier aber in einem Beispiel gerade schon eine Verkaufschance zum Beispiel angelegt aufgrund von einer Offerte. Wenn ich jetzt die Offerte mal öffne, sehen wir da, Offerte interessant, das ist Meierbau, geht um 3'000 Franken. Und da drin geht es um die 15 Stunden Support, hat dann gesagt, über Zusatzfunktionen, ich würde jetzt daraus eine Verkaufschance anlegen. Bei mir ist es jetzt schon angelegt, darum heisst es öffnen. Und dann haben wir es da drin nachher so zugewiesen. Ich kann jetzt da in den Beträgen auch nicht mehr selber anpassen. Weil da kommt jetzt alles aus dem Beleg, der Umsatz. Das Ganze kann man dann natürlich auch noch super auswerten. Unter den Pfeile Auswertung sind wir ins Falsche hineingegangen. Die Kampagne. Natürlich da bei Auswertung rein. Wo ich dann je nach Stufe, wo ich mich gerade drin befinde, auch wertmäßig kann auswerten, in welcher Stufe sind wir mit welchen Beträgen drin. Die linke Seite natürlich wieder die einzelnen Gruppierungen aufgelistet, die einzelnen Verkaufschancen und auch noch so ein bisschen als Spiel. Ein bisschen verspielt noch mit den
Kartenansicht, da wäre natürlich noch möglich, so etwas über den Dashboard dann auch noch selber individuell aufbauen. Die Verknüpfung mit der Belegung ist generell auch noch erklärt auf der Seite 17, wo wir hier haben, Applikationsmenü, Optionen. Da können wir generell sagen, wollen wir überhaupt Verkaufschancen mit Beleg verknüpfen? Und falls ja, welche Belege soll in welche Stufe zugewiesen werden? Das ist natürlich je nach Betrieb unterschiedlich. Gewisse Betriebe machen automatisch, wenn sie die Auftragsbestätigung schicken, heisst, sie haben den Auftrag schon gewonnen. Andere schicken zuerst die Auftragsbestätigung, haben gar keine Offerte und warten, bis dort eine Unterschrift kommt. Darum kann man das individuell einstellen. Das alles auch nochmal erklärt auf Seite, bis mit Seite 18. Wir bleiben jetzt noch im CRM rein. Weitere Funktionen, die wir hier haben. CRM-E-Mail, wer das nutzt, kann über E-Mails E-Mail-Vorlagen erstellen. Das ist nicht neu, weil es neu in der Version 20 generell gekommen ist. Wir können Platzhalter einfügen, wo auch Formeln bestehen. Also Formeln bedeutet, ich kann eigentlich jeden beliebigen Platzhalter, jedes Feld, das ich irgendwie deren Adresse kann zuweisen oder darauf verweisen kann, kann ich hier anziehen. Jetzt neu mit der Version 20.3 kann ich das auch im Betreff machen und nicht nur wie in der Version 20.2 gekommen ist im Text. Und da sehen wir jetzt schon mit dem Platzhalter, würde jetzt bei mir heißen Peter, jetzt zugreifen im E-Mail rein. Jeder kennt es wahrscheinlich, dass man so personalisierte Newsletter überkommt, was jetzt mit SelectLine natürlich auch möglich ist zum Erstellen. In der Kalenderansicht, in den Journal-Einstellungen haben wir jetzt neu die Möglichkeit, Kalenderansichten so zu wählen. Bis anhin war einfach immer nur die Standardliste, die man suchen konnte. Das ist tiptop. Aber jetzt haben wir neu die Möglichkeit, das Ganze ein bisschen chronologisch in Form von einer Kalenderansicht, Wochen, Monate oder sogar in einem Zeitstrahl anzuzeigen. Wenn wir die Journal verlassen und generell in den Kalender hineingehen, wo es ja im CRM gibt, hat es hier Neuerungen gegeben, die wir auf Seite 20 nochmal sehen. Anpassmöglichkeiten für eine Zeitstrahlansicht. Beim Zeitstrahl-Eingang sehen wir jetzt hier eine riesige Litanei von Jahr, Quartal, Monat. Braucht wahrscheinlich niemand so detailliert. Das heisst, ich kann da zum Beispiel auch sagen, das Jahr nicht anzeigen. Quartal brauche ich ebenfalls nicht und der Monat ist mir auch klar, weil es ja eh schon im Datum angezeigt wird. Terminanzeige. Rechtsklick hat da noch Funktionen drin, die ich so öffnen kann. Jetzt muss ich schauen, dass da eine richtige Woche reinkommt. Genau, jetzt sehen wir hier. Termin löschen, Delete, ist klar. Und jetzt kann man aber neu auch Termin einfach kopieren. Ich tue jetzt hier Ctrl-C, Ctrl-V und dann ist der genau gleiche Termin noch in einem anderen Tag rein kopiert. Das Neuerungen vom CRM Engine von der Version 20.3. Wir gehen ins nächste Kapitel und zwar Seite 21, Thema Produktion. Da wechsle ich jetzt in Auftrag rein. Produktionsplanung, wo ja da im Auftrag rein verwaltet wird, haben wir jetzt da drin. Und wir können jetzt neu die Fertigungsaufträge, das sind ja die Ablösung eigentlich, was es gibt, mit dem Modul, das es vorgegeben hat bei den Werkaufträgen. Machen wir jetzt da, kann man mit Fertigungsaufträgen machen. Fertigungsaufträge können angelegt werden aufgrund von einem Beleg natürlich und jetzt neu auch aufgrund von einer einzelnen Fertigungsliste. So, das bedeutet, wir können jetzt etwas fertigen, wo eigentlich gar kein Artikel hinten dran als Basis hat, beziehungsweise gar kein Beleg als Ursprung hat, sondern wir sagen, ein Kunde XY bei uns eine Spezialanfertigung. Wir wollen zwar den Gartentisch machen, aber es ist eine absolute Spezialanfertigung, die wir sonst noch nie gemacht haben. Können wir alles so lassen und einfach eine andere Fertigungsliste auswählen, die wir dann hier erstellt hätten. Bis dahin war das immer so ein bisschen steif gewesen, wie man mit den Produktionsaufträgen gearbeitet hat. Hat man da immer eigentlich wieder einen neuen Artikel anlegen müssen, weil das alles miteinander so verhaftet war. Da ist jetzt sehr
dynamischer, individuell machbar. Auch eine wichtige Neuerung, die es da in den Mandanteneinstellungen gibt zu den Fertigungsaufträgen, wo wir zuerst mal so eine Fertigungsliste öffnen. Da geht es ja darum, dass man hinter dem Artikel sagt, was ist Schritt für Schritt zu machen, Maschinen rüsten, Holz zuschneiden, natürlich das Ganze auch mit entsprechenden Zeiten hinterlegen. Und bis jetzt immer die Frage, wenn wir einen Auftrag erstellen, den haben wir entweder auswendig wissen, wie lange brauchen wir, um das zu produzieren, oder wir haben einfach so ein bisschen Handgelenk mal Pi das Ganze mal gesagt und gehofft, dass wir es dann auch haben. Jetzt, neu, sehen wir da bei der Terminberechnung, kann man den Liefertermin anhand der Fertigungsliste berechnen. Ganz wichtig, wir können uns da natürlich auch noch zusätzliche Puffertage in dem Sinne eingeben. Wir wissen, okay, eigentlich soll es dann fertig sein, aber man weiß nie. Geben wir doch noch 2 Tage Puffer rein, dann haben wir sicher einen Termin, den wir einhalten können, auf dem Lieferschein drauf oder auf der Auftragsbestätigung drauf. Ebenfalls wieder zurück im Fertigungsauftrag rein, weil ja neu ist mit der Version 2022, schon ist die ganze Mitarbeiterplanung, die da möglich ist, wo man mit diesen Kompetenzgruppen schafft. Und da rein kann man dann auch jetzt auswählen, dann zwischen Personal, also Plan- und Personalzeiten in Industrieminuten oder Industriesekunden. Da ist es da ebenfalls ergänzt worden. Wir haben es da schon in einigen Sachen drin gehabt. Wird es noch durchgehend weiter ergänzt. Ebenfalls neu, wenn wir uns da schauen, der Gartentisch, der Artikel 220077. Wenn wir den mal anschauen, die Stammdaten, der ist jetzt noch so eingestellt, wie es bis anhin hätte müssen sein. Das heisst, der ist auf Typfertigung gewesen. Neu muss nicht mehr zwingend jeder Ergebnisartikel auch ein Fertigungsartikel sein, sondern könnte zum Beispiel auch ein Bestellartikel sein. Das sehen wir auf Seite 21 im Punkt 4.1.4. Die Neuerungen zu der Produktionsplanung. Die Produktionsplanung gehört da immer zusammen mit der Produktionssteuerung, die wir da drin haben. Die Produktionssteuerung, da ehemals Plantafel, hat es auch wichtige Neuerungen drin gegeben. Und zwar kann man jetzt Zwischenmeldungen machen. Bis jetzt hat man immer einfach können da auswählen und sagen, da ist in Arbeit passiert oder unterbrochen. Aber wir können zum Beispiel zum Betriebsschluss, wo wir es hier sehen, irgendwie 15:30 können definieren, wie weit sind wir schon, was haben wir wirklich für Ist-Zahlen, die wir bis jetzt können fertig machen können. Jetzt kann man da mit Rechtsklick einfach Zwischenmeldung erfassen. Seht ihr da drauf, die ist auf Seite 21 und 22 obendrauf nochmal erklärt. Bedeutet, man könnte die Zwischenmeldung machen und alles, was bis dann gemeldet wird, wird auch als abgeschlossene Datenbank hinein zurückgeschrieben. Und wir haben also viel neuere Angaben, um jederzeit eine Zahl herausziehen, wo stehen wir jetzt genau. Weiter haben wir hier jetzt auch die Möglichkeit, Ausfälle zu erfassen. Ich habe bei Mitarbeitern jetzt oft gefragt, die Mitarbeiterverwaltung ist in der Version 2022 gekommen. Und da sind ja nie alle Mitarbeiter zur gleichen Zeit rum, nur schon ferientechnisch geht das gar nicht. Und jetzt kann man da einfach mit Rechtsklick einen Ausfall erfassen. Beispiel, Anna Egli ist am Montag, 21.10. da in der Zeit, wo sie eigentlich eingeplant wäre, ist sie vielleicht privat, hat sie einen halben Tag freigenommen, müssen freinehmen, zum Arzt, wie auch immer. Und dann können wir den Ausfall da ganz einfach erfassen, dann wird es natürlich nachher nicht berücksichtigt, wir haben es da schon gemacht, wir müssen es dann neu planen. Und bis anhin hat man da immer müssen über Basis- und Fehltagekalender so lösen. Da die Ausfälle vom Punkt 4.2.2. Und auch das Planen an sich ist jetzt einfacher geworden, wenn jetzt da Montageplatz 1, also 2, 3 und 4 haben. Die habe ich mal definiert im Auftrag hinein, unter der Produktion, Betriebsmittel, dass da Alternativressourcen voneinander sind, bis 4 identische Plätze sind. Wenn das so ist, kann ich jetzt da einfach drag and drop und auf einem anderen Platz so einplanen und muss nicht mehr wahnsinnig gross da mit Doppelklick rein und einander auswählen, sondern drag and drop kann die Sachen so umschieben. Programmhilfe
auf der Seite 22, ganz unten, die kennt man ja im Select-Line, einfach F1 drücken und dann geht entsprechende Hilfe oder Online-Hilfe, die gerade schon mit installiert wird beim Programm, so auf. Die Unterscheidung zwischen Auftragstypen, wir sind auf Seite 23.4.2.6. Die Auftragstypen, die wir hier haben, die definieren wir im Auftrag rein. Beziehungsweise auf der Fertigungsliste haben wir da die Möglichkeit zu sagen, ist eine Arbeitsfolge, ist eine Rüstzeit, ein Einzelschritt, Fremdfertigung. Da haben wir ganz andere Funktionen hinten dran. Und die können wir jetzt da drin, wo ist es da, im Applikationsmenü unter Optionen gerade so über die Darstellung auch noch mit so verschiedenen Mustern definieren, dass man wirklich auf einen Blick sieht und weiss, da muss ein Arbeitsschritt sein, da muss ein Einzelschritt, Fremdfertigung oder eine Rüstzeit sein. Dann für mich fast das Wichtigste aus dem Kapitel, wenn Sie mit dem Modul BDE, Betriebsdatenerfassung, arbeiten, ich komme nachher gleich drauf, was das da ist, da synchronisiert jetzt Plantafel bzw. Produktionssteuerung, ich sage es einmal falsch, mit dem Modul BDE. Das heisst, wenn da innen abgeschlossen wird, dann ist es auch im anderen Modul innen abgeschlossen. Das heißt, können wir jetzt nachher gerade. Dort ist da auch nochmal aufgeführt. Wir verlassen jetzt Produktionssteuerung und gehen noch schnell wieder zurück in Auftrag. PC-Kasse, falls Sie die haben, ist es jetzt neu möglich unter den Zahlungsarten für einen Bankbezug eine OP-freie Kartenzahlung zu verwenden. Bis anhin hat man da immer so ein bisschen unschön müssen lösen, zum Beispiel einen Bankbezug anlegen als Kasse. Dass es keine offene Post, also obwohl es eine Rechnung ist, keine offene Post generiert, sondern da gerade automatisch gezahlt wird. Das Geld hat man ja eigentlich nie in Kassen bekommen, weil da ist ja dann auf das entsprechende Bankkonto überwiesen worden. Jetzt kann man den Bankbezug da hinterlegen, sagen, die ist OP-frei, da heißt es gibt keine Rechnung, man muss keine Angst haben, dass da blöderweise noch gemahnt wird, sondern es ist automatisch ausgeglichen. Die anderen Punkte betreffen Touchkasse 2, die überspringen wir auf Seite 24 und gehen auf Seite 25 zu den mobilen Anwendungen. Ich wechsle für da jetzt auch den Browser rein. Da haben wir Select Line Mobile, wo wir jetzt hier rein haben. Und da rein ist es jetzt möglich, auf den Kunden, Lieferanten, Interessenten, also die ganze Adresse, sowie auch auf der Belegerfassung, auf jedem Beleg, wo wir im Select-Line haben und dort drauf Extrafelder angelegt haben. Extrafelder wären die Felder, die wir zusätzlich anleiten können, sie, zum Beispiel mit der Platin-Version, auch ohne Toolbox, kann man sich dort zusätzliche Felder anlegen. Die werden jetzt neu auch im Select-Line Mobile angezeigt. 6.1.2 auf Seite 25 geht es um die folgende Funktion. Und zwar, ich habe hier einen Artikel, ich muss schnell zeigen, wie das einstellt im Auftrag. Der ist ein Stück, eine Mengeneinheit, die wir hier sehen. Und ich habe eine Mengenumrechnung gemacht und ganz etwas Simples hinterlegt. Also zwei Stück sind ein Paar. So. Diese Einstellung kann ich jetzt neu im SM Mobile verwenden, wenn ich es da am Beleg erfassen will. Machen wir zum Beispiel mit einem Auftrag. Wählen den Kunden aus und dann den entsprechenden Artikel. Da ist der da. Jetzt in der Positionserfassung, wenn ich da auf Stück klicke, kommt auch gerade schon die Mengenumrechnung, die ich mir im Auftrag hinterlegt habe. Das zum Select-Line Mobile. Seite 25 kommen wir jetzt zum Modul Select-Line MDE, mobile Datenerfassung. Da sind wir rein, muss ich mich schnell anmelden. So. Was geht es in dem Modul? Ganz ein kleiner Kurzabrieb. Wenn Sie da natürlich Interesse haben, unschnürt Vertriebspartner anrufen oder YouTube von uns anschauen, wir haben da Beschreibungen drin.
Bei diesem Modul geht es eigentlich darum, dass man mit so einem Gerät, das ich da jetzt, ich sage mal, googelt, das sind so Android-Barcode-Lesegeräte, die man ja eigentlich kennt, denke ich, kann im Lager zum Beispiel direkt schon Wareneingänge, Warenausgänge, manuelle Lagerungen, Inventuren oder Artikelbestände abfragen. Das heisst, man braucht im Lager nicht mehr einfach einen ganzen Client, wo Select dann drauf läuft, sondern man kann da, jeder Mitarbeiter kann da eigentlich nachher mit diesen Geräten bedienen. Und weil es ja ein Barcode-Lesegerät ist, jetzt mal schnell schauen, genau, so, wo ihr dann vorne auch kann, etwas, so einen Barcode abschiessen kann, kann man das natürlich dann auch verwenden, dass alle Belege eigentlich die Artikel so die Barcode drauf haben. Hier haben wir einerseits mal Performance-Verbesserung jetzt noch gemacht für Geschwindigkeit beim Arbeiten und noch einzelne Felder hinzugefügt. Wenn es hier auf Wareneingang gehen zum Beispiel, da ist eigentlich die Idee davon, dass man da Bestellungen, die man im Select-Line erfasst hat, kann suchen und dann auf dem Gerät den Wareneingang machen will. Der Wareneingang wird kontrolliert, dort wo geschafft wird. Das klingt jetzt ein bisschen blöd, aber genau an den Orten, wo dann halt der Mitarbeiter so mit dem Gerät rum ist, dass man abschiessen und dass er den richtigen Beleg immer gerade auch findet, hat er bis jetzt immer noch eine Belegnummer suchen und die weiss er ja vielleicht nicht unbedingt gerade auswendig, sondern er sieht vor sich, was für ein Artikel das gekommen ist. Jetzt kann er den über die Artikelnummer auch noch suchen. Und auf Seite 26 sehen wir auch noch bei dem Printscreen, da können wir auch noch weitere, da wird jetzt noch ein zusätzliches Menü kommen, mit so vorgeschlagenen Preset-Listen, die man setzen kann. Da kann man sehr individuell einstellen. Jetzt, da ist es nicht umgesetzt, da läuft alles über so eine Konfigurationsdatei, wo der Vertriebspartner eigentlich alle die Einstellungen gerade schon vornehmen kann. Das gleiche auf Seite 27, wo man sieht, wenn dann so ein Beleg kommt, könnte man jetzt auch ein Feld einfügen, wo man schon kennt aus dem Select-Line Mobile, dass es gerade der Mitarbeiter, der es annimmt oder wo den Warenausgang oder Eingang macht, noch muss unterschreiben. Um das Feld einfach mal zu zeigen, im Select-Line Mobile haben wir da schon drin gehabt. Jetzt könnt ihr hier bei dem Beleg mit Unterschrift speichern und dann kommt das Feld da, wo ich dann auf dem entsprechenden Gerät unterschreiben kann. Genau das gleiche Feld kann man im MDE-Modul auch anzeigen, dass man einfach die Signatur noch drin hat, wird natürlich in der Datenbank auch gespeichert. BDE, Betriebsdatenerfassung, das ist ein anderes Online-Modul, wo wir hier haben. Beziehungsweise online muss man klarstellen, online ist es nicht in einer Cloud, die irgendwo gehostet wird, sondern die Daten sind grundsätzlich immer bei Ihnen. Also Sie machen den Zugriff auf Ihren Server. Der läuft nicht über eine App oder einen Zusatzserver, sondern die Sachen sind bei Ihnen. Wenn wir hier rein haben, BDE, da sind wir zu der Produktion rein. Da sehen wir eigentlich genau drei Menüs. Erinnert uns, vorher da haben wir den Stuhl produzieren in der Produktionsplanung. Und genau das gleiche Beispiel sehen wir jetzt auch mit der gleichen Nummer im BDE, Fertigungsauftrag. Da ist ein Stuhl drin. Der Mitarbeiter kann den Arbeitsschritt wählen, die Maschine rüsten und kann sagen, ich will beginnen oder pausieren nachher, wenn er es da angefangen hat. Und kann natürlich auch entsprechende Teile auslagern, einlagern, gut, schlecht Teile verwenden, wenn jetzt etwas kaputt geht bei der Fertigung. Und da wird alles zurückgeschrieben, einerseits in Select-Line, plus natürlich auch hier in die Tabelle. Wir sehen jetzt gerade schon, dass das kleine grüne Pünktchen bedeutet, da ist jetzt jemand dran am Arbeiten. Auch hier, das Ziel von dem ist natürlich, dass das Ganze digital durchläuft. Das heisst, wir können im Auftrag rein, unter der Produktion, Fertigungsauftrag, können wir so eine entsprechende Laufkarte rauslassen, wo gerade schon QR-Code drauf hat. Der Mitarbeiter sollte dann eigentlich nichts anderes machen, als einfach die QR-Codes abschiessen. Und dann sieht man da gerade, ich kann sagen, einfach starten, pausieren, abschließen. Und natürlich auch weiter unten mit dem Material
Stück auslagern. Das heisst, er kann wirklich die Karte neben sich nehmen, seiner Arbeit nachgehen, muss noch nicht gross EDV-Kenntnis haben und dann nicht mehr gross bedienen, sondern kann einfach die entsprechenden Barcodes abschiessen. Das Ganze mit den verschiedenen Neuerungen, die aber alle eigentlich individuell zum Führer holen sind, Seite 728 erklärt. Bei der API, da ist etwas, was eigentlich ausschließlich für Vertriebspartner ist, Kapitel 6.4 auf Seite 28. API ist eine Schnittstelle, wo man kann externe Tools anbinden kann, zum Beispiel einen Online-Shop oder andere EDV-Programme, wo man will, mit dem Seller-Client, mit den Daten vom Seller-Client verknüpfen will, läuft über API-Schnittstelle und auch da wird es vom Vertriebspartner gemacht. Da sind einfach ein paar neue Befehle reingekommen, die sie aber nicht gross betreffen. Gut, wir wechseln noch ins Rechnungswesen rein. Da hat es so eine kleine Neuerungen gegeben. Wir sehen einerseits Detailbuchungen. Da hat es einen neuen Filter gegeben. Detailbuchungen, da hat es für alle möglichen Sachen einen fixen Filter, den man kann definieren, aktivieren, deaktivieren. Und natürlich auch die Farblegende. Die Farblegende kann man auch immer mit Rechtsklick ändern. Farbe wählen. Das zum Beispiel ändern, das ist generell im Seller-Client möglich. Weiter im Rechnungswesen ist der Kostendialog, den wir sehen, auf Seite 29 mit Kapitel 7.2 jetzt noch angepasst worden. Wenn jemand Kostenrechnung macht, kann man jetzt auch im Zahlungsverkehr verwenden und nicht nur einfach beim Erfassen von der offenen Post. Gut, bevor ich jetzt zum Lohn an Andreas Körsteiner übergibt, noch zum Thema Tokio. Da hat es ebenfalls Neuerungen gegeben, und zwar gerade mal brandneu diese Woche, ist jetzt die Möglichkeit, wenn Sie mit dem Select-Line arbeiten und dort die Archivierung mal anschauen, gibt es jetzt eine Business-Lite-Version. Das heisst, Sie können die Schnittstelle vom Select-Line ins Tokio kostenlos nutzen. Sie haben den Account gratis von Anfang an unbeschränkt, also zeitlich unbeschränkt aufgeschaltet, mit 100 MB Speicher, das muss man ausprobieren, und die Schnittstelle ist schon freigeschaltet. Wenn Sie noch mehr Speicherplatz brauchen, ist natürlich das Businessmodell generell noch interessant, wo man dann modulare Packs für Speicherplatz und entsprechende Benutzer. Im Tokio selber, um da noch schnell zu zeigen, wenn ich wieder schnell einlogge, gibt es ein neues Feld, wo da rein unter den Datenfeldern kann ich jetzt definieren, dass zum Beispiel das Feld Betrag, das ich hier habe, könnt ihr als Pflichtfeld für Zahlungsinfo definieren. Sobald es da ein Pflichtfeld ist, bedeutet es, solange der Feld nicht ausgefüllt ist, nachher hinten dran, kommt mir der entsprechende Beleg nicht unter der offenen Posten, Kurrechnung oder einzahligste Einlese, eins von beiden, wo wir die Schnittstelle eingebaut haben zum Dokio. Da ist jetzt leer, da heisst doch unter nicht, weil die Felder nicht gefüllt sind. Weiters hat es im Dokument auf Seite 32 noch ersichtlich unter Konto. Können wir jetzt unter Daten bearbeiten, einmal die eigene IBAN-Nummer sowie die eigene Referenzen so angeben für Zahlungsinformationen. Die Idee da dahinter ist eigentlich die, dass wenn wir Rechnungen archivieren, Rechnungen, die wir verschickt haben, zum Beispiel so etwas, dass da uns das Dokument nicht wieder in die Schnittstelle hineinholt, von wegen, das ist eine neue Rechnung, die ich gefunden habe, die müsste ich noch zahlen. Darum kann man jetzt hier eigene IBAN-Nummern zur Sache eingeben, dass da keine Doppelspurigkeit nachher läuft. Das noch zum Thema Tokio. Dann bin ich mit meinem Teil eigentlich durch und übergebe gerne am Andreas für die Neuerungen vom Lohn. Bitte. Peter, besten Dank. So, dann schauen wir uns doch sehr gerne noch die Quellensteueranpassungen für das Jahr 2021 an, beziehungsweise was im Lohn entsprechend angepasst worden ist, dass das nachher auch gesetzeskonform funktioniert. Dazu teile ich doch jetzt gerne meinen Bildschirm. So, ganz kurzen Moment, jetzt ist da gerade nicht gegangen. Perfekt, jetzt geht's.
Und jetzt sind wir da schon im Lohn mit der Version 20.3. Und ja, warum geht es überhaupt? Also per 16. Dezember 2016 hat es eine Revision gegeben für Quellensteuer. Grundsätzlich hat man gesagt, dass man da eine Harmonisierung in der Schweiz will und nicht mehr den Wildwuchs vor allen diesen Kantonen hat, sondern wirklich zwei Abrechnungsmodelle. Dazu gibt es ab der Version 20.3 unter Stammdaten Kantone, Kinderzulagen, Quellensteuer Möglichkeit, dass sie da unten, wie bis anhin natürlich noch Quellensteuer-Kundennummern oder Quellensteuer-ID pro Kanton können liegen. Und da ist jetzt gerade das perfekte Beispiel vom Kanton Tessin, wo ja doch sehr betroffen ist als Grenzkanton. Und ja, da gibt es Möglichkeit jetzt neu, das Abrechnungsmodell zwischen Jahresmodell oder Monatsmodell zu ändern. Ganz wichtig zu wissen ist, dass sie zuerst das Update machen auf 20.3 und erst dann den Jahreswechsel in die Version, zuerst dann den Jahreswechsel ins Jahr 2021 vornehmen. Somit kann man das entsprechend pro Kanton einstellen. Bei Mitarbeitern selber ändert sich überhaupt nichts. Das sehen wir jetzt dann, wenn wir auf Abrechnen und Abrechnungsassistent gehen. Tun wir doch gerade mal eine quellenbestörte Abrechnung vornehmen. Und zwar haben wir da unseren Mitarbeiter, der in den Zulagenabzügen dann entsprechend den Quellensteuerabzug 50-60 drin hat. Wie wir sehen, dann ist bis dahin alles gleich geblieben. Auch da mit dem Code wird sich nicht ändern. Die Quellensteuercodes sind nach wie vor die gleichen, wie wir da sehen, den Tarif. Und jetzt sind wir auch schon beim nächsten Punkt auf der Seite Quellensteuer. Da hat sich wirklich einiges geändert. Also man sieht jetzt in einem Blick, was wie mit dem Code verbunden ist. Und man sieht die ganze Berechnung vom Quellensteuersatz an sich, der verwendete Code, die kumulierte Summen und natürlich ganz, ganz wichtig, mit welchem Jahresmodell da entsprechend so vorgenommen worden ist. Ja, und vielleicht nochmal zusammengefasst, für Sie wichtig zu wissen ist, dass Sie, wenn Sie entsprechend quellenbestörte Mitarbeiter haben, sicher zuerst ein Update machen auf Version 20.3 und erst dann den Jahreswechsel ins Jahr 2021 vornehmen. Somit ist eigentlich alles gemacht, wo gemacht werden muss. Je nach Konstellation gibt es noch einige Stammdaten, die vielleicht noch aktualisiert werden müssen. Dazu wird es aber im Verlauf vom Monat Oktober sicher noch ein Dokument von unserem Produktmanager geben, wo das alles entsprechend informiert wird. Und ansonsten gibt es weitere Details zu der ganzen Anpassung, zu der gesetzlichen Änderung im Kreisschreiben Nummer 45, wo Sie über einen Link auf der Seite 30 im Neuerungsbeschrieb ganz einfach anklicken können. An dieser Stelle bedanke ich mich herzlich für die Teilnahme und gebe das Wort sehr gern an Peter Baltermoser zurück.